Willkommen zurück auf dem Löbelschen Anwesen in Schmierfeld. Hier ist schon einiges passiert. Der Wohnraum ist bereits renoviert. Doch der Rest des Hauses ist noch eine einzige Baustelle. Es gilt, sämtliche Fenster sowie die Treppe zu erneuern. Auch im Obergeschoss muss bis zum Einzug noch ganz schön rangeklotzt werden. Und bis dahin sind gerade mal noch 2 Wochen Zeit. Aber immer eins nach dem anderen. Hausherr Uwe erklärt erstmal, warum die Treppe weg muss. Man sieht sie hier, die Treppe ist ja total schon. Das ist ja lebensgefährlich, die kann man ja wirklich nicht drin lassen. Das muss alles raus, aber hier muss man eine ordentliche Stütze setzen, weil ja die ganze obere Etage hier drauf steht. Ja. Und die Stütze bringt der Treppenbauer mit. Da wird es richtig hochgedrückt, Balken rausgeschnitten, der neue Balken eingesetzt. Und dann hat er wieder die obere Etage wieder eine neue Auflage und sieht ordentlich aus und stabil. Weil das ist ja keine Lösung hier. Doch nicht nur die Treppe wird heute erneuert. Auch den alten Fenstern soll es an den Kragen gehen. Sieht ja schon mal gut aus. Ja, doch, haben uns auch Mühe gegeben. Das war also einer meiner allergrößten Wünsche, war eine neue Treppe, weil diese Treppe war keine Treppe, das war eine Katastrophe. So ein dunkles, altes Vieh, steile Treppen, konnte man trotz kleiner Füße kaum gehen, viel zu steil, was hochschleppen war fast unmöglich und sah total scheiße aus, echt. Ich bin ein glücklicher Mann, na, 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 schön ist die Welt, la, 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 mir geht es gut. Sehr gut. Christina? Oh, ist das toll. Das ist ganz, ganz toll. Ein kleiner Schritt für Christina. Ein großer Schritt für das Projekt Schnäppchenhaus. Ganz, ganz toll. Jetzt haben wir hier die bisschen Verkleidungsarbeiten ringsrum. Fensterbänke kommen noch rein. Das machen wir in Eigenregie. Dann wird ein Raum noch online fertig gemacht. Und dann ist er nicht immer lange hin zum Einzug. Ich freue mich schon. So, ich zeige dir jetzt mal hier im Flur, du vorne weg jetzt. Was ich da entdeckt habe. Das sieht ja schon ganz anders aus. Und zwar hier hinter der Tür. Wir haben ja letztens den Fußboden weggemacht. Ja. Und also der Balken, der ist ja total weggefault. Das ist nur noch Krümelkäse. Ach oje, der fällt ja ganz auseinander. Und was willst du da jetzt machen? Also den müssen wir rausnehmen, das nützt alles nicht. Gleich sind wir draußen. Oje. Was machen wir denn hier mit? Ist alles weggefault, alles Schrott. Na, das müssen wir alles rausnehmen, so ist es. Und was machen wir hier rein? Hier kommen ja Ziegelsteine. Machen wir wieder neu aus. Ich habe noch Ziegelsteine da vom Schornstein. Da können wir doch die nehmen, oder? Okay. Kann ich den jetzt ganz rausnehmen bisher? Ich meine, halten tut er eh nicht mehr. Da ist er weg hier. Er ist wirklich schon weg. Ja, dann nimm den ganz raus. Also. Jeder andere wäre in so einer Situation durchgedreht. Aber nicht Uwe. Er nimmt's gewohnt gelassen und pfeift auf die Statik. Frei nach dem Motto, hau weg das Ding. Es wird schon gut gehen. Hurra! So. So haben wir ne. Alles weg. Für Uwe ist das Wasserglas eben immer 100% voll. Hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, die Schuhe voll Sand. Hey. Wir machen hier die Tür etwas kleiner, etwas schmaler, weil hier der Waschmaschinenanschluss ist und die Waschmaschine ist 60 breit und mit der alten Tür, sind glaube ich knapp 90 breit. Da ging die Tür gar nicht ganz auf, weil hier die Waschmaschine steht. Und jetzt kommt eine schmälere Tür, eine 73er rein. Und somit geht die Tür auf und die Waschmaschine hat auch ihren Platz. Und dann müssen wir halt hier noch ein bisschen auffüttern, damit wir auf dieses kleinere Türmaß kommen. Und das machen wir jetzt gerade, damit es dann noch angeputzt werden kann, damit es einen ordentlichen, sauberen Abschluss kriegt. Hey, die Schuhe voll Sand. Hey.
packen es an. Das sollte jetzt auch gemacht werden. Noch 3 Tage bis zum Umzug. Sie sagen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, mit dem Kopf durch die Wand. Hey, ich bin aus gutem Holz, ich bin ein einfacher Mann. Und darauf bin ich stolz. Ich bin sehr zufrieden. Was nicht passt, das wird passend nicht gemacht. 56. Warte mal, ich guck mal drüben. Und bei Uwe passt doch eigentlich alles. Passt wunderbar. Jetzt sind die Breite noch ein bisschen abgeschnitten. Da klappt das. So ein altes Haus sanieren birgt immer wieder Überraschung, bringt immer wieder Überraschung mit sich. Und man muss einfach flexibel sein und darf es einfach alles nicht so eng sehen, ne? Und da klappt das schon. Einer für alle und alle für einen. Man krümmte jeden Finger. Und so wurde gebaut und. Was? Auch wenn es mal klemmt, da wird halt mal dran gedrückt. Nützt doch nichts. Das Ergebnis ist ausschlaggebend. Es muss fertig werden. Und umso eher es fertig ist, umso schneller hat man es halt geschafft. Und gemacht werden muss es eh. Und alle sangen dann das Lied vom einfachen Mann. Sie sangen hey. Kostet alles Zeit. Und da haben wir richtig Glück, dass wir so viele Helfer haben, die uns da ein bisschen unterstützen. Sonst würden wir das in dem Zeitraum überhaupt nicht schaffen. Hätten wir gar keine Chance. Und deshalb machen es Uwes Helfer nicht anders. Wie der Bauherr selbst. Was nicht passt, wird passend gemacht. Einmal fein. So, müssen wir oben noch was drüber machen. Der hier, der Putz drunter. Ist gut, ha? Das sind wir doch jetzt erstmal hier fertig mit, oder? Ja. Mike putzt es noch an, dann machen wir draußen die Gage dran. Jetzt bleibt es also am Verputzer hängen. Mike hat goldene Hände, da kriegt das alles gut hin. Super. Und tatsächlich, in Rekordzeit wurde aus Flickwerk ein echter Türrahmen. Da kommen Sie mal rein in unsere Baustelle. Hallo. Hallo, Herr Nachbar. Hallo, schön. Doch, wunderbar. Das ist eigentlich nicht wieder zu erkennen. Und ansonsten war hier nirgends Fußboden drin, alles der blanke Beton. Das wüsste ich jetzt gar nicht. War kein Fußboden, nirgends. Jetzt die Wände gerade, die waren ja auch alle schief, die Wände. Ja, oh, toll. Ja, da ist jetzt der Fliesenspiegel toll. Noch dran. Ja. Toll. Und als Küche ist das gerade so groß genug. Ja, hier war es die Tür, genau. Der Eingang. Und die haben da ist das alles weg und da kann man auch was stellen. Genau, deswegen haben wir das gemacht. Ja, so richtig. Doch, hier ist ein Fachmann, ja? Genau. Das ist ein Künstler, der kann alles. Ja, so also wenn noch mal jemand braucht. Meine Freunde. Ja, also es gibt nichts, was der Mike nicht kann. Nee, hey, perfekt. Das geht Komplimente, das Wort nicht hier. Ja, ja, du wolltest mich so sehr loben. Sonst ist er dann bei euch und nicht mehr bei uns. Nur wenn ich mal ihn brauche. Echt, der Mike ist brillant. Ja, der kann alles. Muss ich mich an euch wenden. Genau, der hat gute Ideen, genau. Der kann einen gut beraten und der kann alles. Ja, es gibt nichts, was der Mike nicht kann. Muss ja solche geben, gell? Perfekt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Bevor Mike noch rot wird, schnell ins Obergeschoss. Bleib immer Freund. Auch dort ist in der Zwischenzeit so einiges passiert. Und hier in dem Flur, da war die gesamte Dielung war durchgefault, da ist man fast durchgefallen. Und da hat Uwe dann hier diese Platte eingesetzt, den Haufen ausgebessert. Hier haben wir überall die Wände abgeklopft, das war alles total krumm und buckelig. Ich habe bis aufs Fachwerk runter abgeputzt. Alles, die ganze Ecke haben wir mit Gipskarton gemacht. Und alles, da wurde das so Drahtgeflecht, habe ich noch nie gesehen, Drahtgeflecht drunter gemacht. Ich kenne das, das hält warm und kühlt auch. Und das ist das, wo wir das Laminat gelegt haben. Doch. Doch sieht eben alles heller und größer aus.
Ja, noch ist ja nicht mehr viel. Das ist nur noch dann hier das Zimmer das hier, und die Dusche. Das hier, das nutzen wir schon. Das war das Erste, was fertig ist. Das wird mal unser Gästezimmer. Hier schlafen wir. Ach, schön. Hier haben wir angefangen, schon hinten um die Ecke, die ersten Bücher und Sachen mitzubringen. Immer wenn wir in Damsbrück sind, bringen wir eine Ladung mit. Was ich Ihnen wünsche, viel Glück im neuen Heim. Glück und Gesundheit. Und noch viel Schaffenskraft. Ich bedanke mich für den schöne Begegnung und macht weiter so. Machen wir. Gell? Und danke für eure Großzügigkeit und ja, Lust, schon was gut. Den Kopf betrifft. Also bis zum nächsten Mal. Genau, gell? Bis dann. Mach's gut. Ja, tschüss. Noch haben? Zwei Tage später auf der Löbel Farm. Uwe, schon ganz Großgrundbesitzer, kümmert sich hingebungsvoll um seine Tiere. Also, ordentlich versorgt müssen die trotzdem werden. Egal, ob man baut oder nicht baut. Was halt ein bisschen zu kurz kommt, ist jetzt die Bewegung. Dass man mal einen Sattel drauf macht oder dass man mal die Kutsche anspannt. Das ist jetzt, haben sie ein bisschen Ruhepause noch. Morgen wollen die Löbels umziehen und im Haus ist noch einiges zu tun. Doch für Uwe hat das Wohl seiner Tiere immer höchste Priorität. Specht haben wir auch in der Nachbarschaft. Der hämmert schon tagelang und baut da sein neues Revier. Letztens hat er sogar noch nachts gehämmert. Da habe ich gedacht, den geht's wie mir, der macht auch Nachtschicht. Muss fertig werden. So, und kommt raus mit euch. Frieda, Gertrud. Na komm. Put, 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 put. Komm, put, 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 put. Ich fühle mich hier schon wie zu Hause. Und es ist einfach klasse. Es ist ruhig, die Nachbarn sind nett, die Lache passt, ist ideal. Also ist von der Sache ja so, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Ja? Da wollen wir noch gucken, ob sie noch was gelegt haben. Die legen ja in letzter Zeit sehr gut. Oh. Eins, zwei, vier. Vier Hühner, vier Eier. Das ist, sind 100%. Das ist optimal. Da träumt jeder Hühnerbesitzer davon. Und jedes Huhn träumt von Uwe als Besitzer. Die Tiere müssen ordentlich versorgt werden, weil das können die noch mal nicht selber. Dafür gibt es nur uns Menschen. Und wenn man Tiere hat, dann muss man sich auch drum kümmern. Und ordentlich drum kümmern, ansonsten sollte man sich keine anschaffen. Das ist einfach so. Und das hat einfach Vorrang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Hock, mein Name, ich bin hier der Pfarrer. Oh, es freut mich, Sie kennenzulernen, Christina Schön. Löbel. Hallo. Sie schickt mir der Himmel. Der Himmel? Naja, manchmal ist das so. Sie ziehen hier ein. Ja, und da wollte ich Sie mal was fragen. Kommen wir doch mal gleich ein bisschen. Ich kann Ihnen folgen, natürlich. Das ist super. Es geht um die Wiese hier oben hinter unserem Grundstück, das wir letztens hier gekauft haben. Und da wurde mir gesagt, diese Wiese gehört der Kirche. Ja. Und jetzt haben wir Interesse daran, die Wiese zu nutzen für unsere Pferde. Unser Garten ist ja schön groß, aber nicht groß genug, um die Pferde da drauf laufen zu lassen. Also ich denke, wir können das gut so machen. Die Pferde können sie hier auf der Koppel lassen, bis wir dann auch einen schriftlichen Vertrag machen. Solange geht das, kann ich das so genehmigen, wenn Ihnen das so recht ist. Fantastisch, Sie sind ein Schatz. Dankeschön. Gern. Zeit, ein Resümee zu ziehen. Noch vor 2 Monaten war das Haus eine Müllhalde und somit ein schneller Einzug. Undenkbar.
Mit viel Arbeit und einer Riesenportion Optimismus haben die Löbels und ihre Freunde die Sache in Angriff genommen. Und das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Also wir haben praktisch 25 fürs Haus bezahlt. Wenn wir mit allen fertig sind, haben wir noch mal so viel reingesteckt, ungefähr, wie wir bezahlt haben. Christina und Uwe haben sich in gerade mal 2 Monaten ihren Traum vom Schnäppchenhaus erfüllt. Für sich und ihre Lieben. Das letzte Wort ist gesprochen, der Zeitpunkt ist nah, die letzte Mauer durchbrochen, nichts wird sein. Besser kann es gar nicht sein. Wo wir das erste Mal hier in das Haus reingekommen sind, ich war dermaßen schockiert. Ich habe gedacht, Mensch, was hast du hier für eine Bude gekauft? Ungesehen, ne? War es vielleicht doch ein bisschen voreilig. Doch heute kann ich sagen, wir haben es nur richtig gemacht. Und ich würde es auch jederzeit wieder tun. Gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam macht es auch Sinn.